Du möchtest dein Geld bei der Bank anlegen? Wir geben dir drei Gründe dafür, warum die Bank eben nicht der richtige Ort dafür ist. Du bist mit ihnen groß geworden. Sparkasse, Volksbank, Postbank, Commerzbank, Deutsche Bank und viele mehr. Das Sparbuch von Oma, das erste eigene Konto oder vielleicht sogar ein Bausparvertrag wurden bei der Bank deines Vertrauens abgeschlossen. Wir vertrauen den Banken vor unserer Haustür allzu oft blind, ohne zu hinterfragen, ob ihre Produkte wirklich gut sind. Gerade wenn es darum geht, Geld anzulegen oder vor allem, wenn du bereits Geld bei einer Bank angelegt hast, dann solltest du diese Entscheidung strengstens überprüfen. Die folgenden drei Gründe erklären dir warum. Ich bin Ingo von der Online-Finanzakademie und Experte für das Thema Geldanlagen. Wir freuen uns natürlich darüber, wenn dir dieses Video gefällt, du uns einen Daumen nach oben hinterlässt und sogar unseren Channel für mehr spannenden Inhalt abonnierst. Zudem folge uns natürlich auch gerne bei Instagram und Facebook. Aber jetzt kommen wir zum Grund Nummer 1, nämlich die Zweiklassengesellschaft. Denn je nachdem, wie viel Geld du anlegen möchtest, bekommst du bei einer Bank einen anderen Berater zugewiesen. Die Banken unterscheiden nämlich zwischen Kunden, die beispielsweise 10.000 oder 20.000 Euro anlegen wollen und solchen, die ab 500.000 Euro aufwärts investieren möchten. Die Grenzen werden je nach Bank unterschiedlich gesetzt und natürlich kann wenig Vitamin B auch nicht schaden. Aber grundsätzlich gilt, dass Kunden mit weniger Geld auch weniger Qualität und Service erhalten als solche mit viel Geld. Die Qualität macht sich besonders bei der Produktauswahl bemerkbar. Grund Nummer 2 ist die eingeschränkte Produktauswahl. Banken bieten nämlich in den meisten Fällen nur ihre hauseigenen Produkte an. In der nächsten Abbildung findest du die am häufigsten verwendeten Produktpartner. Per se muss das ja nicht schlecht sein. Wenn du aber mit einem dicken Koffer voll Geld zur Bank kommst, öffnen sich häufig auf einmal ganz andere Möglichkeiten zur Geldanlage. Aber warum eigentlich, wenn die hauseigenen Produkte doch so gut sind? Noch wichtiger ist aber die Tatsache, dass die Banken in der Regel nur Geldanlagen anbieten, die auch Provisionen enthalten. ETFs oder ähnliche Produkte bleiben damit außen vor. Und das führt uns auch schon zu Grund Nummer 3. Interessenskonflikt und fehlende Objektivität. Auf Basis der eingeschränkten Produktauswahl für deine Geldanlage könnte es sein, dass dein Berater die Nachteile der hauseigenen Produkte verschweigt oder geringer darstellt, als sie wirklich sind. Er kann an bestimmten Faktoren, wie beispielsweise den hohen Kosten, ja ohnehin nichts ändern. Hinzu kommt, dass die meisten Berater bei der Bank angestellt sind. Dadurch entsteht ein Interessenskonflikt. Denn der Berater ist seinem Arbeitgeber verpflichtet und nicht dir als Kunden. Ein gefährlicher Trugschluss ist hierbei anzunehmen, dass der Berater keinen finanziellen Vorteil vom Verkauf der Produkte unabhängig von der Bank hätte, da er ja bei der Bank angestellt ist und deshalb keine Provision beim Abschluss erhält. Aber das stimmt nicht. Der Bankberater, auch wenn er angestellt ist, bekommt Zielvorgaben für Verkäufe vorgegeben, die er eben erfüllen muss. Rufen die Führungskräfte also zum Beispiel Bausparwochen aus oder einen Jahresendspurt für ein hauseigenes Produkt, dann liegt die Vermutung zumindest sehr nahe, dass dieses Produkt eben vorrangig verkauft wird. Fazit: Der Bankberater ist von der Bank extrem abhängig und die Qualität seiner Empfehlung ist durch den Interessenskonflikt immens in Frage zu stellen. Auf der Suche nach einer tatsächlich guten Lösung solltest du auf verschiedene Parameter achten. Zum Beispiel, welche Berater es gibt und welche Ansprüche erfüllt werden. Dazu werden wir dir hier oben mal ein Video vorbereiten. Grundsätzlich empfiehlt es sich, den Rat eines Honorarberaters aufzusuchen, der dich frei von Provisionen und Produkten beraten kann. Aber du kannst das Ganze natürlich auch selbst machen, zum Beispiel mit unseren Kursen oder indem du dir viele Videos anschaust und dir das Ganze selbst beibringst. Wir hoffen dir, mit diesem Video einmal ein wenig die Augen geöffnet zu haben. Wenn es dir gefallen hat, dann gib uns gerne einen Like, abonniere unseren Channel und empfehle das Video gerne weiter. Ansonsten schau dir auch gerne mal unsere Kurse an, die wir online anbieten, denn da kannst du viel für deine finanzielle Freiheit tun und das mit strukturiertem, coolen Content. Also schau rein und wir sehen uns.